liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch ein echtes Energiesparhaus in moderner Architektur mit regionaltypischem Schwarzwaldhaus-Touch. Das neue Musterhaus Tritos von Kamperhaus steht nämlich auch in der ebenfalls neuen Fertighauswelt Schwarzwald und kann sich als Plus-Energiehaus nahezu eigenständig mit Strom und Wärme versorgen. Dank innovativer Planung verbraucht die umfangreiche Haustechnik dabei so wenig Platz, dass praktisch keine Wohnfläche verloren geht. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Außenmaßen haben wir hier 10,44 m x 11,75 m, den Hauptbaukörper. Wohnfläche etwa 175 Quadratmeter. Ganz typisch ist das steil geneigte Satteldach, typisch Schwarzwald. Das sind hier 42 Grad. Modern hingegen ist, wir haben keine Dachüberstände und es gibt so einen ganz flachen, matt-schwarz engubierten Dachziegel auf dem Dach. Außerdem sehen wir natürlich hier eine Photovoltaikanlage mit 7 Kilowatt Peak Leistung. Das gehört ins Plus-Energie-Konzept rein. Und auf der anderen Seite seht ihr so ein 6er-Pack Dachflächenfenster, die ganz, ganz viel Licht reinholen. Außerdem haben wir hier nochmal zwei Quergiebel, ganz modern mit Flachdach, die so holzverschalt sind. Hier vorne haben wir einen, der nochmal 2 Meter rausspringt, 4,50 Meter breit ist. Der bringt also ein richtiges Plus an Wohnfläche. Hinten gibt es einen, der im Obergeschoss 70 cm auskragt. Auch das bringt innen eine ganze Menge, wie wir uns gleich anschauen werden. Und dann gibt es noch zwei weitere Anbauelemente. Einmal so eine praktische Terrassenüberdachung und ein Eingangselement, die jeweils Schiefer verkleidet sind. Schiefer und Holz sind auch Naturmaterialien, also auch eine Reminiszenz an den Schwarzwald. Schiefer hier in der Verlegeart dynamische Deckung. Also wirklich sehr schön. Und dass man das hier so leicht integrieren kann, hängt mit dem besonderen Fassaden- bzw. Wandsystem des Herstellers zusammen. Auch hinter der weißen Putzfassade haben wir immer ein hinterlüftetes System, wo sich ganz viele Materialien einfach integrieren lassen. Innen hat die Wand standardmäßig eine Installationsebene, was dann eben auch sehr praktisch ist. Und durch diese Hinterlüftung und die besonders dicke Dachdämmung habt ihr hier auch einen sehr, sehr guten sommerlichen Hitzeschutz. Das heißt also auch im Sommer eine hohe Phasenverschiebung und wenig Hitze im Haus. Wir stehen jetzt hier schon vor dem überdachten Eingangsbereich. Ist immer sehr praktisch, wenn das hier auch mit Windschutz schon ist. Oder dann auch Briefkastenelement, Kamera, Türsprechanlage integriert sind. Und das nächste Highlight ist diese besondere Schwingtür. Die ist 1,50 breit. Aus Eiche und wir werden gleich sehen, wenn wir die aufmachen, die hat so eine leicht zur Mitte versetzte Drehachse, sodass man hier beim Reingehen schon einen echten Wow-Effekt hat. Und wie es da drin jetzt weitergeht, schauen wir uns jetzt gleich an. Breite Schwingtür mit Fingerprint hier im Türöffner aus Eiche kostet euch etwa 5.500 Euro, aber es ist wirklich ein tolles Detail. Jetzt sind wir hier auch schon drin in der Diele, die hat etwa 9,5 Quadratmeter. Lichte Raumhöhe ist hier 2,69 Meter, also fast 2,70 Meter. Auf dem Boden haben wir passend modern Fliesen in Betonoptik, einmal 1 Meter. Dazu passend im Industrial Style diese beiden Glastüren. Was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns nachher noch an. Jetzt gucken wir mal kurz zu dieser Einbaugarderobe, diesem Garderobenelement. Sehr schön, man hat hier eine Sitzbank, bisschen Offenmöglichkeit, was zu integrieren. Hier unten Schuhschrank und auch ein paar Ablagefächer. Bisschen mehr Stauraum für Mäntel und Jacken müsstet ihr euch noch irgendwo einplanen, denn hier hinter ist eine Geheimtür, wo wir nachher auch noch reinschauen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den großen offenen Wohn-Ess-Kochbereich an.
Dieser Kochbereich hat jetzt etwa 10 Quadratmeter. Man sieht, durch diese 2 Meter Erkerversprung hat man jetzt hier wirklich Platz für einen riesen freistehenden Kochtresen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Anordnung, denn erstens hat man hier viel Arbeitsfläche. Der ist jetzt 1,20 mal 3,30 Meter. Übrigens eine sehr schöne Granitarbeitsplatte. Und man hat hier wirklich mal in der Verlängerung diesen Tisch oder diesen Thekenplatz, wo man sich zu viert gegenüber sitzen kann. Mal für das schnelle Frühstück oder so. Das ist also wirklich total schön. Hier hat man natürlich dann im Zweifelsfall entweder einen Dunstabzug hängen oder das Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Und hier hinter mir sieht man jetzt die Küchenrückwand, schön auch in diesem Schiefergrau, in diesem ganz, ganz dunklen Anthrazit. Wichtig bei so matten Küchenoberflächen, wo ihr mal mit fettigen Fingern hinfasst, sind diese Anti-Fingerprint-Beschichtungen, die hier schon drauf sind. Natürlich die Elektrogeräte wieder in Bedienhöhe. Sehr schön finde ich auch diese zurückversetzte Nische. Hier oben sind dann nicht so tiefe Gläser. Schränke und hier unten ist dann das Waschbecken drin. Im Moment ganz angesagt, diese matten dunklen Armaturen, matte dunkle Becken. Da empfehle ich euch dann so eine Wasserenthärtungsanlage, dann habt ihr auch kein Problem mit Kalkflecken. Bei dem Hersteller gibt es übrigens ein eigenes Küchenstudio, wo ihr die Küchen und die Einbaumöbel mitbemustern könnt. Und in jedem Hauspreis ist eine Küche im Wert von etwa 14.500 Euro inklusive. Diese hier hat etwa 30.000 gekostet. Habe ich mir sagen lassen. Was sehr schön ist, wir haben hier gleich in der Decke schon integriertes Licht, das hier diesen Küchenbereich sehr gut ausleuchtet. In der Nische wird übrigens auch noch Licht angeschlossen. Das Haus ist gerade erst eröffnet worden. Auch diese Nische ist dann beleuchtet und hier kommt ganz, ganz viel Tageslicht rein durch diese große Verglasung. Höhe 2,27 Meter, wie übrigens alle bodentiefen Fenster hier im Erdgeschoss. Breite 3,15 Meter, sodass man da also wirklich ganz tollen Anschluss nach draußen hat. Durch diese große Hebeschiebetür habt ihr jetzt hier einen fast schwellenfreien Ausgang nach draußen. Dann ist es wichtig, dass ihr auch diese Austrittsschwelle in Granit hier aufbemustert. Dann kommt ihr hier gut raus. Dadurch, dass das Kunststofffenster sind, Alu Inside, besonders stabil, ist dieses Element auch leicht und sehr leichtgängig trotz der Größe. Dieser Übergang in USB wird noch ersetzt durch so ein Gitter und dann geht es hier weiter auf die Terrasse in Thermoesche. Das ist ein nicht ganz billiges, aber sehr, sehr robustes Material für die Terrasse. Und was ich ganz toll finde, wenn ihr so einen großen Austritt habt, darüber dieses Anbauelement, dieses feste Terrassendach. Das muss dann auch breit genug sein. Hier sind es fast 1,50. Das heißt, man kann hier die Terrasse noch gut nutzen und ihr habt diesen schwellenfreien Übergang vor Schlagregen geschützt und im Sommer diese großen Verglasungen auch feststehend verschattet. Das bringt total viel, dass sich das nicht aufheizt da drin. Und hier kommen wir jetzt auf die große Terrasse. Das sind fast 20 Quadratmeter durch dieses Dach Outdoor-Wohnzimmer und das ist echt durch nichts zu ersetzen. Hier hat man übrigens einen besonders filigranen Dachaufbau gewählt, dass das Ganze eben oben nicht so ein dickes Paket wird. Das ist auch nicht ganz ohne, müsstet ihr drauf achten. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal diese schöne Holzfassade. Das ist Fichte, sägerau, mit so einer Vorvergrauungslasur gestrichen. Diese Fassadenart nennt sich Dreistab mit betonter Fuge. Also wir haben hier drei unterschiedlich breite Stäbe und dahinter so eine schwarze Schattenfuge, was sehr schön ist. Das lässt sich übrigens aufgrund des Fassadensystems auch leicht ändern, wenn man das irgendwie in 10 Jahren mal anders haben will. Hier direkt im Anschluss kommt dann der offene Wohn-Essbereich. Der ist mit 39 Quadratmetern nicht riesengroß, aber auf jeden Fall ausreichend, um hier im Winkel einen großen Esstisch zu stellen. Das ist sehr, sehr schön, dass man eben dann vom Wohnbereich nicht auf die Küche guckt. Und hier sehen wir jetzt mal so eine Festverglasung, 1,60 breit zur Terrasse. Das ist ganz schön. Dann hat man da auch keine Tür, kann die Möbel davor stehen lassen. Ist ganz praktisch. Hier ist nochmal ein Hebeschiebeelement, wo man eben auch rauskommt auf den Balkon. Das ist nicht ganz so breit wie in der Küche, sondern nur 2,30 Meter. Das reicht dann aber immer noch, wenn die geöffnet ist, dass man hier ein lichtes Durchgangsmaß von 1 Meter hat. Also auch gut mit Tablett in der Hand rein und rauskommt.
Hier auf dem Boden sieht man jetzt gerade mal von der Lüftungsanlage eine Zuluft. Die ist hier im Boden verlegt. Ansonsten gibt es nur eine Abluft in der Küche, die ihr nachher noch mal sehen könnt. Und dadurch hat man hier eine sehr ruhige Deckenuntersicht. Es gibt hier also nur die Einbauleuchten drin, was ich sehr schön finde. Hier liegt jetzt der Wohnbereich über Eck. Wir sehen schon, es gibt hier so eine Wandnische, so einen Vorsprung, der mit echtem Schiefer verkleidet ist. Das ist wieder die Reminiszenz an den Schwarzwald. Dann ist hier dieser Fernseher eingebaut, den kann man so ein bisschen schwenken, sodass man also sowohl von der Küche als auch hier vom Sofa da gut gucken kann. Hier in der Ecke hat man jetzt fest verglaste Elemente. Man kann also auch auf dem Sofa sitzen mit Blick in die Schwarzwaldnatur. Und die Rückwand ist hier in Eiche verkleidet. Das ist tatsächlich einfach ein Eicheparkett und das schafft hier nochmal ganz viel Wärme und kleidet eben dieses Treppenelement ein, das dadurch auch hintendran als Stauraum gut genutzt werden kann. Bevor wir uns das Geheimnis der unsichtbaren Heiztechnik anschauen, gucken wir hier noch kurz aufs Smart Home System. Das Ganze ist ein kabelgebundenes, KNX-basiertes Smart Home System, wo man eben Rollläden, Licht und auch das ganze Raumklima eingebunden hat, sodass man das Energiemanagement auch gut im Blick hat. Trotzdem gibt es hier überall auch noch so Taster an der Wand, dass man eben vor Ort Licht und Beschattung einfach steuern kann. Man kann zum Beispiel hier mit einem Knopfdruck auch die Lamellenjalousien runterfahren, die man ja auch so stellen kann, dass man durchschauen kann. Und auch eingebunden ist dieses besondere Teil hier an der Decke. Das ist eine Mischung aus Kamera, Bewegungsmelder, der zum Beispiel Nachtlicht anschaltet. Es ist aber auch ein Raumluftsensor, der verschiedene Dinge messen kann in der Raumluft. Es ist auch eine Alarmanlage, also er ist auch einbindbar ins Alarmsystem. Und es ist vor allen Dingen eine Sprachsteuerung. Ihr könnt also hier ohne Alexa oder sonst auch darüber eine Sprachsteuerung machen. Das ist nur so magnetisch an so einen Auslass angeklickt. Das heißt, ihr könnt diese Kamera auch mitnehmen und beispielsweise, wenn ihr weggeht, als Babyfon hier im Kinderzimmer anklicken oder wenn eine pflegebedürftige Person hier ist oder ein Haustier, jederzeit gucken, was bewegt sich gerade in eurem Haus, wenn ihr nicht da seid. Und jetzt gucken wir mal, was es da vorne im Eingangsbereich noch Spannendes gibt. Jetzt schauen wir noch, was sich hinter diesen Glastüren im Eingangsbereich verbirgt. Wir haben hier nochmal so ein praktisches Zusatzzimmer im Büro oder Gästezimmer mit 11,5 Quadratmetern. Hinter mir sieht man über Eck diese Fenster mit einer Brüstungshöhe von 1,6 Meter. Das ist eine sehr schöne Höhe. Wenn man sitzt, kann man nämlich gut rausgucken. Und wenn man hier später mal ein Bett stellen will, hat man die Privatsphäre, weil das ja zur Tür hingeht, zur Haustüre. Und man ist sehr flexibel bei der Möblierung, weil man da eben gut was drunter stellen kann. Hier gegenüber gibt es nochmal so eine spannende raumhohe Tür, auch hier Glas Industrial Style Look, die man übrigens nach innen und nach außen aufmachen kann, was für so ein kleines Bad gar nicht unbedingt schlecht ist. Wir haben hier jetzt 4,5 Quadratmeter. Hier sehr schön auch wieder dieses Parkett an der Wand. Das ist spritzwassermäßig kein Problem. Dieser große Spiegel, der hier eingebaut ist, der macht das wirklich doppelt so groß optisch, diesen Raum. Also wirklich ein ganz schlauer Trick. Und hier in dieser Nische ist jetzt noch eine Dusche drin, eine große begehbare Dusche. Ihr müsstet halt dann immer gucken, wenn ihr hier zwei Glastüren habt, dass sich das nicht ins Gehege kommt. Wie gesagt, die kann man ja auch nach außen aufmachen. Und diese Dusche hat hier nur Platz, weil der Technikraum, wo wir jetzt gleich reingucken, so klein gehalten werden kann, dass hier noch Raum für eine Dusche entsteht. Was euch natürlich auch klar sein muss mit dieser Tür hier, man kann die abschließen, die hat hier so einen Nöpsel, der da reingeht, aber die schließt natürlich nicht dicht ab. Das heißt, man hört da was, man riecht vielleicht auch was, müsstet ihr euch überlegen, ob ihr das vom Gästeklo so gerne haben wollt. Jetzt aber schauen wir durch diese verdeckte Geheimtür, das ist so ein bisschen wie im Film, hier geht es nämlich rein durch das Garderobenelement in den Hauswirtschaftsraum. Ich hätte fast Technikraum gesagt, ist es aber gar nicht. Hier ist zwar die komplette Plus-Energietechnik drin, wir haben aber nur 10,5 Quadratmeter und zwar hier über Eck den Raum unter der Treppe genutzt. Ihr könnt mal kurz hier mit rumgucken.
Das ist so ein neues Element, wo also die Wärmepumpe, der Warmwasserspeicher unter dieser Treppenschräge eingebaut sind. Diese Elemente haben hier nur 26 oder 27 cm Tiefe. Das nimmt also wenig Platz weg und sieht auch noch schick aus. Hinter mir der Batteriespeicher für die Plus-Energietechnik mit 10 Kilowattstunden Kapazität. Und hier die Lüftungsanlage. Da ist übrigens auch ein Enthalpietauscher drin für eine ausgeglichene Luftfeuchte. Weil diese Technik da jetzt so super wenig Platz wegnimmt, ist hier noch Platz durch dieses Fenster, dass das Ganze ein vollwertiger Hauswirtschaftsraum ist. Ihr habt Platz für Waschmaschine und Trockner, einen praktischen Einbauschrank. Und wenn ihr über dieses Konzept, wie viel Platz ihr hier spart, noch mehr wissen wollt oder über die Technik, schreibt es in unsere Kommentare oder besorgt euch unsere neue Ausgabe vom Hausbauhelden-Magazin 422. Die ist nämlich ab 14. Mai am Kiosk und da gibt es eine ganz ausführliche Geschichte über diese Technik. Wir schauen jetzt erstmal ins Obergeschoss. Kommen wir zur Treppe. Von der Form eine halbgewendelte Treppe und durch diese geschlossene Ausführung kann eben der Raum darunter auch für die Haustechnik genutzt werden, was super praktisch ist, denn was macht man sonst mit dem Raum unter der Treppe? Das Ganze ist Eiche in Walnuss geölt, so wie die anderen Eiche-Oberflächen hier größtenteils auch. Faltwerkoptik, sehr schön hier mit so einer betonten Fuge hier, diese Schwarzstahlstäbe als Abtrennung, auch dieser Handlauf schwarz mit integrierter LED-Beleuchtung. Und jetzt schauen wir mal, wie es oben weitergeht. Jetzt auf eine total helle, etwa 21,5 Quadratmeter große Galerie. Hier ist Ausbau, Dach gleich Decke bis unter die Firstfette, haben wir hier eine Raumhöhe von fast 4,25 Meter. Dieser Raumeindruck wird natürlich noch verstärkt durch die beiden Dachflächenfenster, die natürlich elektrisch zu bedienen sind und zu verschatten, ganz wichtig, ja, dass es im Sommer nicht zu heiß wird. Auch diese LED-Bänder hier sind natürlich nochmal schön und unterstreichen diese Raumhöhe. Und hier hinter mir, da wäre natürlich auch Platz für ein separates Kinderbad. So ist das natürlich schön offen und mit diesem Sitzfenster hat das Ganze wirklich Aufenthaltsqualitäten. Dieses Fenster hat jetzt Maße von 1,90 x 2,36. Die Sitzhöhe sind jetzt hier auch nur knapp 36 cm. Das wäre mir jetzt fast ein bisschen zu wenig, müsst ihr immer gucken bei der Brüstungshöhe. Das ist jetzt ein Holz-Alu-Fenster extra, weil das natürlich dann schön ist, wenn da innen auch dieses Eicheholz anschließt. So ein Element kostet euch dann in Holz-Alu etwa 1600 Euro. Diese Umbauung hier nochmal auf Maß, 50 cm Sitztiefe, 4 cm starke Eiche, dann nochmal etwa 3400 Euro. Auch hier kann man natürlich nochmal eine Lamellenjalousie vorlassen. Und wir sind jetzt in diesem auskragenden Element, das etwa am 70 cm auskragt. Dadurch hat man hier eben wesentlich mehr Platz gewonnen. Wo wir gerade beim Thema Kosten sind, ich hatte mal gefragt, was jetzt diese wunderschöne Glasabtrennung hier kostet. Das ist ja jetzt hier sehr transparent mit diesem Verbundsicherheitsglas, das nur im Boden verankert ist. Also allein so eine Glasbrüstung kostet euch dann etwa 9000 Euro. Das sind natürlich Musterhausgeschichten, wo man sich dann überlegen muss, ob es einem das wert ist. Aber das unterstreicht natürlich den offenen Charakter hier. Hier liegen die beiden Kinderzimmer dahinter. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir schon diese Wahnsinnstüren. Die sind natürlich Sonderausstattung erhöht auf 2,50 Meter. Macht sich gut zur Proportion von diesem hohen Raum hier, dann wirkt das Ganze ein bisschen besser. Hier im Kinderzimmer ist es mit der hohen Tür dann so eine Sache. Wir haben jetzt hier 12,5 Quadratmeter Fläche. Auch hier die Raumhöhe fast 4,20 Meter durch den Ausbau Dach gleich Decke. Dadurch wirkt die Fläche gar nicht so groß. Hier haben wir einen Kniestock jetzt innen. Noch lichte Höhe 1,20, da kann man natürlich wunderbar ein Bett drunter stellen. Man könnte natürlich hier auch sehr gut ein Hochbett einbauen, nochmal eine Galerieebene einziehen. Dann müsstet ihr allerdings gucken, wenn ihr die durchziehen wollt, dass das eben mit der Türhöhe da hinten nicht kollidiert. Gut ist schon mal, dass hinter der Tür und hier am Fenster die 60 cm Tiefe für einen Schrank gelassen sind, sodass man den hier auch durchziehen könnte. Und schön ist natürlich im Kinderzimmer auch ein bodentiefes Fensterelement mit einer Glasbrüstung zu haben.
dass da eben auch kleine Kinder schon rausgucken können. Und ganz viel Licht kommt hier natürlich auch durch die Dachflächenfenster Nummer 4 und 5, dass man natürlich auch verschatten können muss, damit es hier nicht zu heiß wird im Sommer. Und wir gucken jetzt ganz schnell in das zweite Kinderzimmer. Das ist als Büro eingerichtet, hat etwa die gleiche Größe, ist aber ohne Dachflächenfenster. Nur, dass ihr mal sehen könnt, wie unterschiedlich diese Räume dann wirken. Nebendran liegt jetzt das Elternschlafzimmer mit 16,5 Quadratmetern. Hier ist eine Schiebetür drin. Das ist allerdings jetzt mal eine, die hier so reingeht. Das heißt, die ist auch schallschutztechnisch okay. Die Türen sind übrigens auch in Eiche. Ich fände es natürlich immer schön, wenn man das dann hinkriegen würde in der gleichen Farbe wie das Eiche-Parkett, Landhausdiele, das hier überall oben liegt, was sehr schön ist. Das Schlafzimmer hat, wie gesagt, 16 Quadratmeter. Das Highlight ist natürlich dieses Licht- und Fensterelement, also dieses Flachdachfenster über dem Bett. Man liegt hier also wirklich mit Blick in die Sterne, man hört auch den Regen, man sieht die Vögel fliegen, es ist wunderschön. Das Ding lässt sich natürlich innen und außen verschatten. Es lässt sich auch elektrisch öffnen, hat einen Regensensor, dass eigentlich aufs Bett regnet, und diese LED-Hinterleuchtung da drumherum betont das Element natürlich nochmal. Hinter mir ist jetzt das Fenster. Hier haben wir wieder die Brüstungshöhe von etwa 1,06 Meter. Das heißt Sichtschutz von draußen. Die Breite ist 2,60 Meter. Hier kommt also wirklich sehr, sehr viel Licht rein. Und die lichte Raumhöhe, wir befinden uns ja jetzt in diesem Erker da, sind hier 2,55 Meter. Hinter mir liegt jetzt eine kleine Ankleide. Was heißt klein? Die hat 8,5 Quadratmeter, hat auch ein Fenster. Da hätte ich an der Stelle vielleicht drauf verzichtet, weil hier muss man jetzt mit der Möblierbarkeit sehen. Wir haben jetzt hier eine Abseitenwand 1,63, da passt kein großer Schrank hin. Und hier natürlich jetzt mit dem Fenster kann man die Wand auch nicht ganz durchnutzen. Also von der Möblierbarkeit müsste man sich das hier überlegen. Hier nebenan geht es jetzt ins Bad. Mit 18,5 Quadratmetern ist das wirklich riesig, und hier liegt ja jetzt die Ankleide. Da hätte man natürlich auch einen direkten Zugang hier reinmachen können, wenn man da sowieso keinen Schrank stellen kann. Auch hier haben wir jetzt wieder diese spektakuläre Raumhöhe von bis zu 4,25 Meter. Zwei Dachflächenfenster, die es hier wirklich total hell machen. Und ganz besonders schön finde ich hier diese wirklich geräumige Dusche. Wir haben auf dem Boden eine Riesenfliese, 1,20 x 1,20. Sieht in so einem großen Bad natürlich toll aus. Ist auch eine recht teure Sache, vor allen Dingen in der Verlegung. Aber wir haben jetzt hier eine schön breite Dusche, 1,10 Meter, also nicht so eng. Hier wieder die Glasabtrennung mit dieser aufgeklebten Industrial Design Fuge. Und was ich schön finde, ist hier diese fest integrierte Sitzbank. Insgesamt hat die Dusche nämlich dann 1,45. Es gibt eine Nische hinterleuchtet, wo man was abstellen kann. Man könnte diese Bank auch beheizbar machen, sodass man sich da wunderbar duschen kann. Hier haben wir wieder die Brüstungshöhe von etwa 1,06 Meter. Das heißt, sichtschutztechnisch im Bad alles richtig gemacht. Schön finde ich auch, dass das Holz, also dieses Eicheparkett, hier wieder aufgegriffen wird. Dann haben wir hier jetzt diese Brüstungshöhe von 35 cm wieder. Da verrät sich jetzt auch das Geheimnis, warum die Brüstung in den Sitzfenster so niedrig ist, damit es eben hier eine Höhe hat von außen. Und natürlich die freistehende Wanne, die in so einem großen Bad nicht fehlen darf. Ihr denkt dann immer dran, dass ihr den Wasserzulauf, Ablauf dann alles im Boden haben müsst, was natürlich ein Aufpreis ist. Und hinter mir an der Wand haben wir jetzt hier überhaupt keine Fliesen, sondern so eine wasserfeste Vinyltapete. Das heißt also, jetzt das bisschen Spritzwasser macht hier nichts. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Was mir jetzt hier fehlt, komplett, also bitte nicht vergessen, sind die Steckdosen am Waschtisch. Jetzt haben wir alle Räume hier im Musterhaus Tritos gesehen. Wenn ihr euch die Grundrisse nochmal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in der Description einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. Da könnt ihr nochmal genau gucken. In der Description gibt es auch eine aktuelle Preisinfo vom Haushersteller für euch. Und wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, steht wie gesagt in der neuen Fertighauswelt Schwarzwald in Kappeln-Grafenhausen. Ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.